Herzlich willkommen zur 17. Folge von Dead Island. Hab sogar noch mal kurz vorher noch überlegt, wie das Spiel hieß. So, es geht weiter. Jetzt ist eine Rumgeschute hier. Das ist nicht nur das Fass, an dem er steht. Wir hätten Freunde sein können. Diese Action, ja, kaum zu glauben. Ich halte es kaum aus. So nervenaufreibend ist das hier. Zeig dich nochmal. Hä? Wow. Slow Motion auch noch. So, sind dann wieder Level Up. Ballern das eindeutig hier rein. Und die Outdoor kosten. Das wird dann da unten nicht mal die untere Kategorie auch mal schaffen. Ungewohnt hier, dieses Rumgeballe hier in dem Spiel. Mensch, jetzt ist immer raus, dass wir der wahre Fans sind. Kann das eigentlich explodieren hier? Nein, aber, das da. Und dann hast du juckt. So. Wenn wir noch eins unter uns oder einer sein. Boah. Puh. That scared me the hell out of me. Ich glaube, wir haben jetzt erfolgreich die Pumpstation eingenommen. Frei Antonio. Ich bin enttäuscht, dass der große Tank nicht explodiert ist. Ich habe es mir irgendwie so gewünscht. Wie immer wird man so enttäuscht in dem Spiel. Moment, nehme ich auf. Ja, das tue ich. Gut. Hallo. You made it. Maybe there's something in here. Now that these devils are gone, we can take care of the water. We'll go with Frank to start the pumps. But in the meantime, we could use more help. Geben der Tunnel zum Kontrollraum. Sie hat eigentlich schon Leben verloren. Cool, wäre jetzt keine Monster kommen, weil ich am Anfang die Tür zugemacht habe. Das wäre so mega smart gewesen von mir. Hallo. Okay. Hey, jetzt. Filters, Naja. It's too low. It looks like we have some open fire hydrants. Yeah, five of them. Hey, someone has to take care of this. Haftpumpe. If we want tap water, we need to close those five hydrants. Die sind schon wieder auf der Stadt verteilt, oder? Let me tell you where they are approximately. There is a car in the loading area under the crane. Use it to get to the hydrants. Ja, so das. We have to stop that leak. I've got a job. Can you check the dead in the pumping station and make sure none of them are dangerous? If they are, then you must send them straight to hell. Yeah. Sure. Good. There are many tools in the workshop that y'all can use for this purpose. Komm sogar näher dran. Mach mal die Tür auf. Von weg. Lieb diesen Rock. Ah. Der Old Dad, mein Freund. Der ist nur Bodymore.
Das sind wir mittlerweile echt, glaube ich, ein bisschen zu oft treffen in das Spiel. Soll ich da aufpassen? Kein Problem. Boah, ich dachte, er hätte mir jetzt schon die große Geleier jetzt. So, Tropfen um Tropfen. Sperre die Hydriten ab. Hydrauten? Ey, was ist denn los mit mir? Ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Kann ich das irgendwie hochklappen? Das stört ganz schön. Haha, wie lustig. Kam mir echt weit. Oh, ich hätte wahrscheinlich hier lang fahren sollen. Wir laufen jetzt. Ist gesund und tut gut. Wo ist meine Axt? Ah, ich hab's nicht geschafft. Hier warst du fast von mir. Guckt euch das an, wie geil das ist. Hey, Digga. Das ist for you. Ah, Moment, ich habe noch ein paar Sachen, um sie nach dir zu schmeißen. Nehme ich das ja auch noch. Genau. Da. Nein. Alter. Bleib fern von mir. Alles Viecher. Tut mir das eigentlich irgendwie weh? Das ist, so wasche ich jedes Mal mein Gesicht. Mit dieser Stärke. Das ist ja nichts für mich. Oh. Nein! Fuck. Shoot. Oh, ein Erfolg. Dafür brauche ich nur einen. Töte fünf Infizierte nacheinander mit einhandigem Schlag. Ich weiß, diesen Erfolg hatte ich das letzte Mal nicht bekommen. Weil ich habe das nicht geschafft, das letzte Mal. Das letzte Mal, so als ich noch auf der 360 gespielt habe. LOL. Davon muss ich mal kurz einen Clip machen. Sorry, Leute, ehrlich. Tschüss. Jetzt gerade wirklich alle drei nur mit einem Hieb weggeholt. Das ist ja extrem geil gewesen. Idiot. Wenn mir doch jetzt eigentlich reichen eigentlich nicht zwei. Ich meine, er sagt, dass der Druck sei niedrig. Jetzt haben wir zwei gemacht. Nein. Das sollte ja ausreichen. Man muss ja nicht immer alles perfekt machen hier in der Zimmerapokalypse. Was wahrscheinlich sowieso nicht möglich ist. Hey. Oh ja. Das Geräusch liebe ich einfach. Lieblingsgeräusch. Von wegen Lieblingsgeräusche. Ich glaube, einer der besten Sounds, die ich je gehört habe, das war mal diese Sasmismic oder wie hieß die? Sasmismic-Bombe aus Star Wars. Die war geil. Wow. Kann man das auch noch gleich einmal bauen? Achso, wie sehe ich aus mit Upgrades? Na, ich habe zu wenig Geld, um irgendwas zu machen. Ich muss erst wieder ein paar Pennern auf der Straße das Geld abziehen. Hier so ein paar Fangirls, die immer nach mir schreien. Hey. Peaks. Das ist sehr gefährlich, was wir gerade machen, mein Freund.
Okay. Nein. Dönermesser. Ich mach Döner sehr, sehr. Okay. Hatte kurz Angst gehabt, als ich mir fast das Teil selbst um die Ohren gepfeffert habe. Oh, da bist du ja schon. Hast es aber ehrlich gehabt. Ach. So dieses leichte Arm nach vorne gekrabbelt und es fetzt mich so. Habe ich schon mal gesagt, dass ich finde, das sind die dümmsten Gegner im gesamten Spiel. Die habe ich, glaube ich, schon mal ein paar Folgen lang nur über die beschwert. Dass sie einfach einen aus dem Nichts einfach umbringen. Ich sehe nichts mehr. Stinkt wie die Hölle hier. Bam! Pam! Ich werde gerade so elegant den anderen Arm noch machen. So von wegen entwaffnet. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich noch? 2000. Das sollte doch eigentlich reichen. Bastard. Wo kommen die denn alle her, Alter? Meine Fresse. Ah, ich heb natürlich wieder noch den letzten Rotz hier auf. Braucht kein Schwein. Dürfte ich bitte das jetzt... Oh, ich hab mich gerade von dieser Zeitung erschrocken. Die 5 Stück hat er gesagt, ne? Na gut. Der Weg zurück wird wieder lustig. Es sollte eigentlich mal bald still hier werden, oder wie wir Schnee mittlerweile umgebracht haben. This is impossible. Renn! Okay. Das sieht natürlich doof aus. Hey. Einfach so. Einfach kurz so reingrassieren. Sieht da die fettigen. Mein absoluten Fangirls hier. Was doch. Hat sogar noch gut Geld dabei gehabt. Manchmal helfen auch einfach die leichten Dinge. Voila. So. Gefällt es irgendwie? Ich one-shot sie mittlerweile nicht mehr. Ich mache mir Sorgen, dass es so bleiben könnte. So, jetzt rennen wir es wieder ein bisschen durch, damit wir auch irgendwie mal vorankommen in der Story. Ich glaube, wir haben es mit genügend Nebenquests wieder gemacht. Ich meine, hey, wir könnten doch eigentlich mal mittlerweile ins nächste Gebiet gehen, oder nicht? Boah, der probiert mich einfach total nach unten. Okay. Ups. Na, lass mal ein bisschen dahinter gehen. Voila.
Digga. Jetzt hier nicht. Hey, Level Up. So, ich dachte, da werden wir irgendwas aufheben. In your face, bitches. Wo kommen die denn jetzt alle her? Wow. Fuck. Ah. So. Guck mal, für den Po. Fuck. Oh, ich hasse ihn langsam. Ich hasse ihn so sehr. Oh, guck mal hier. Für den Po wieder. Steht er da, hinfälliger Po. Kommt schon an den Bosskampf an Dark Souls ran hier. So, jetzt können wir das endlich machen. Und dann können wir das machen. Ich freue mich schon drauf. Ja, das da unten, das würde ich erstmal lassen, spontan. Oder erstmal wieder hier so in die all den anderen Kategorien skillen. Guck mal, wir haben sogar bis hierher durchgekämpft. Moment. Bis auf die nächste Quest gespannt. Was ist hier? Da liegt eine Geldtasche. Als ob die noch niemand aufgehoben hat. Das wundert mich irgendwie. Instinkt wollte gerade, dass ich auf das Fass schlage. Ein anderer Instinkt von mir sagt nein. This, I'm Hugo. Mother Helen told me that you can be trusted. Our brother Grant needs someone to help him with the town's public address system. We must tell those who are still alive that they can seek sanctuary here. Would you go to Grant and help? Yes. Werden bestimmt mal vorbeilatschen. God bless you. Head to the radio tower and give Grant this recorder. This is what he is to broadcast. I'll contact him on the walkie-talkie and let him know that help is on the way. Oh, Lasercat. So. This is great. Thank you. If you find any more alcohol, we can always use it. Das ist eine Bühne. Die willst du nur für sich selbst haben. Das wissen wir doch alle selbst. Dieser Fass hier, ne? Fass sag ich schon, diese Säule. Säule der Erde. Die steht halt überhaupt nicht im Weg. So, gehen wir zu Mutter Theresa, heißt sie, glaube ich. Hallo, hallo. Hey, Helena. God bless you. Water will help us survive these dark days and better serve our Lord and Savior. Your good deeds have reignited hope in the hearts of those who survive to serve the Lord. When the end of days began, the people were afraid. Many panicked and rioted. Stores were looted. There's nothing left here. You will have to search in the wealthy part. Sie gerade Sturm sagt, sie hat gerade bei mir geblitzt draußen. There's no good way to get there. The wealthy didn't want the poor taking what was theirs. So they destroyed all the bridges, cutting themselves off from the rest of the city. I don't know whether you wish to save the world or bring it down. But until time ends, we can still save the innocent. One of our flock, Joseph, knows the way. He will help you. Telling you about it. She's got 104 fever. She's delirious.
So, jetzt sehe ich wieder neue Quests. Wir müssen die Kirche gegen jede Attacke von diesen undeaden Dämonen schützen. Für das brauchen wir einige spezielle Tools. Will you help us find them? Yes. Ich weiß, also ich glaube, es hört sich an, als würde man demnächst jetzt in das nächste Gebiet kommen, hört sich das für mich an. Jetzt muss ich achten, nur Sachen. Ach, das ist wieder sowas hier. Komm, lass mich los. Ja, so sie. Das sind ja diese unendlich langen Quests. Josef. One of the sewer tunnels goes under the river. It leads to the other side. But the sewage level needs to be lowered first, because right now everything is flooded. We can go to the maintenance building and I can show you what and how, but you need to help me. I don't move as fast as I used to. I need you to protect me from those demons. Will you? Yes, okay. I want. Thank you. Oh. Muss ich jetzt sofort? Ich glaube, ich hätte ihn nicht anreden sollen. Okay, wir können ja die Quest noch einen anderen Mal machen, sag ich jetzt mal so. Genau, wir könnten sie sonst im Notfall noch einen anderen Mal machen. Ich hoffe aber, es hat euch erstmal anscheinend nähern. Wir sind langsam dem Sumpf. Ich weiß gar nicht, ob man das nochmal sehen konnte wegen 89%. Na gut, also wir gehen jetzt auf die 40% zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Somit auf Wiedersehen.